Ich habe diese Woche wieder ein paar Gedanken, ein paar Eindrücke gesammelt. Und da muss ich mich immer fragen, wie kann sowas sein? Ich habe immer gemeint, die Menschen sind vernünftig, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es ist unglaublich, wie unvernünftig in der Politik agiert wird. Ja, gerade jetzt in dieser Kriegsgefahr. Die Kriegsgefahr, die ist einfach da. Und trotzdem wollen sie Bomben, Granaten, Taurus-Raketen und es gibt nur eine Option. Die Ukraine gewinnt den Krieg. Ja, gut. Es ist die gleiche Ukraine. Ich kann mich noch entsinnen, der Präsident Zelensky, als er sich zum ersten Mal gemeldet hat im Bundestag. Der ist immer noch der Präsident der gleichen Ukraine. Er hat sich gemeldet im Bundestag, hat da sein Blabla gesprochen. Die Leute haben geschaut, unsere werten Politiker. Dann war das Bild weg und die Präsidentin des Bundestags hat gesagt: So, wir gehen weiter zur Tagesordnung. Schon das war doch ein Skandal. Das war doch sowas von minderwertig, von mies. Also, das ist unglaublich. Da bettelt einer um Waffen, um Hilfe. Was soll ich tun? Das Bild ist weg und die sagen, wir gehen weiter an der Tagesordnung. Interessiert nicht, nee. Da hätte man doch müssen alle Politiker Scheiße auf AfD oder wie auch immer, Opposition oder nicht, an einen Tisch holen und sagen, wir müssen was machen. Ja. Aber nein, nein, da wird eher spekuliert und überlegt. Da werden 5000 Helme geliefert mit unserer spektakulären Verteidigungsministerin. Also, das ist alles, das ist alles, über uns lacht die Welt. Über uns lacht die Welt. Das ist halt so geworden. Ne? Ein Narrenschiff. Bananenrepublik trifft zu. So ist das. Was jetzt den Krieg da angeht in der Ukraine, so wie sich das gerade darstellt, sind die Ukrainer ziemlich im Rückwärtsgang und die Russen marschieren vorwärts. Jetzt habe ich heute irgendwo was gelesen, da muss ich mich noch informieren. Der Selenskyj will jetzt Frieden verhandeln. Ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Die planen doch alle schon mit dem Endsieg. Ja, aber es ist einfach, gegen diese Russen wird er nie einen Endsieg erlangen. Die Raketen gibt es auch nicht, diese Taurus-Dinger. Naja, ja, warten wir noch eine Weile, wenn das noch ein bisschen weitergeht. Die schweren Geschütze gab es ja auch verspätet, nachdem sie 25 Mal abgelehnt wurden. Den Gepard gab es dann auch, nachdem er 10 Mal abgelehnt wurde. Die Kampfpanzer Leo gab es auch irgendwann mal nach 15 Ablehnungen. Ja, Marder gab es dann auch und immer hat man das rausgezögert. Also es ist schon eigenartig. Ich möchte mal eins sagen. Ich käme mir als Ukrainer ganz schön verarscht vor. Man muss sich das mal vorstellen. Die Ukraine will dazugehören. Klar, will jeder. Obwohl das nicht geht. Die Ukraine, das ist die Grenze zwischen Osten und Westen. Das kann nur ein Pufferstaat sein, der neutral ist. Sonst wird es immer Massaker und Tod geben.
Der Westen liefert die Waffen für die Drecksarbeit. An der Drecksarbeit selber will er sich nicht beteiligen, weil er hat ja immer eine weiße Weste an. Die könnte ja Blutspritzer abkriegen. Ja, wenn doch der Westen das unbedingt will, dann soll er doch das richtig machen. Ja, aber so, das ist so eine linke Tour. Das ist Politik. Die Ukraine, die sollte nicht mehr auf den Westen hören, die Waffen alle zurückliefern, weiße Fahne und verhandeln. Je später die verhandeln, umso weniger Land hat er nachher zur Verfügung. Das, was der Russe hat, wo der steht, das gibt er nicht mehr her. Das ist einfach so. So blöd. Ja, ja. Aber ich denke auch, da wird ein Geschäft gemacht. Ne? Kanonenrohre verkaufen, das ist schon mal gut. War schon im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg so. Die, wo im Ersten Weltkrieg die Kanonenrohre gedreht haben, die drehen es heute auch. Genau die gleichen. Naja. Naja, ist halt so. Nochmal zu den Raketen. Es ist ja schon sagenhaft, wenn man das mal verfolgt, wer sich hier Raketen wünscht. Kiesewetter. Kiesewetter ist klar. Das ist ein alter Bundeswehr-Haudegen. Er mag den Gestank von Pulverdampf und verbranntem Fleisch. Dann die Frau, die, wie heißt sie doch gleich, von der FDP, Agnes Zimmermann. Ja, ja, sie ist Waffenlobbyistin, natürlich. Waffen müssen geliefert werden, das ist ganz klare Sache. Ja, und dann gibt es ja noch, der Merz will das auch mit den Raketen. Ja, und dann die ganzen Grünen, ja, die ganzen Grünen. Ich habe da mal so ein bisschen recherchiert, die ganzen Grünen. Das sind, die meisten sind KDVler. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist auch grün. Das ist ein Lehrer im Gymnasium. Er ist durch und durch grün und er befürwortet auch das Liefern von Raketen. Ganz klar. Ich weiß jetzt aus geheimer Quelle, dass er auch Kriegsdienstverweigerer war oder noch ist. Und jetzt hat er vor kurzem im Facebook gepostet, wie dringend und wie wichtig es doch wäre, endlich mal diese tollen Raketen, damit da mal was Richtiges kommt. Damit da, ja, genau, damit es da mal richtig kracht im Getriebe. Da habe ich ihm kurz geschrieben, habe gesagt, du sag mal, hast du eigentlich gedient? Und hast du mal irgendwie als Soldat so einen Waffengang mitgemacht? Ja, jetzt hat er mich gelöscht, entfreundet, alles was von mir ist, ist verschwunden. Ja, ja, also das ist, die haben gar keine Vorstellung, was die da machen wollen. Ja, ja, aber ich sehe das kommen. Ich sehe das kommen, dass wir eines Tages hier uns wegducken müssen, dass man hier nicht mehr sicher ist. Es ist ja nicht nur so, dass man hier beschossen wird von was weiß ich was. Nee, die werden auch keine Atombomben einsetzen. Nein, die machen Terror. Es gibt Schläfer, die gibt es tatsächlich. Die gibt es nicht nur in den CIA-Filmen, sondern es gibt ganz einfach Agenten aus Russland, aus den USA, von überall. Die leben hier. Die leben hier 30 Jahre. Und jetzt spitzt sich irgendwie die Lage zu und diese Leute kriegen dann den Auftrag, irgendwas zu machen. Das nennt man Diversionstruppen, also nicht Divisionstruppen, sondern Diversionstruppen. Das habe ich 1983 schon bei der Bundeswehr gelernt, dass die da sind. Ja?
Und da wird dann eben auf die Wasserversorgung, auf die Stromversorgung, auf Versorgungseinrichtungen hat man es da abgesehen. Vielleicht auch so ein kleiner Sprengstoffanschlag im Kindergarten mit 30 toten Kindern oder so. Das wäre doch mal was. Das ist doch genau das, was wir wollen, was wir brauchen. Ja, kommt vielleicht alles. Nicht heute, nicht morgen. Aber das Jahr ist noch lang. Und ich glaube, die Raketen kommen auch. Also, zu diesem Ukraine-Krieg, der beschäftigt mich ja schon. Da muss ich eins sagen. Ich habe da den leisen Verdacht, dass mit Merkel als Kanzlerin dieser Krieg nicht ausgebrochen wäre, weil die Merkelin hat es mit Putin gut verstanden. Sie kommen aus dem gleichen System, sie kommen aus dem gleichen Land, beide sind in der DDR aufgewachsen. Der Putin hat mal Leute rekrutiert. Wahrscheinlich, ich nehme das mal an, hat er die Merkel dadurch kennengelernt. Irgendwie. In jungen Jahren. Und jetzt werden sie fast gleichzeitig Staatsoberhäupter. Putin in Russland, Merkel in Deutschland. Und wenn man das mal so ein bisschen zurück überlegt, hat die Merkel immer gesehen, dass diese NATO-Erweiterung nicht so gegen Osten ausgeweitet wird. Sie war immer gegen Ukraine in der NATO. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass die zwei heimlich irgendwie telefoniert haben. Putin hat günstiges Gas geliefert und Merkel günstige Sicherheit. Das durfte natürlich keiner wissen, schon gar nicht die USA, weil die USA, die treiben ja alles in den Ruin. Ja, das ist. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass die Merkel da ein Auge drauf hatte, dass dem Putin da keiner zu dicht auf die Pelle rückt. Ja, und jetzt ist natürlich der Super-GAU passiert. Merkel ist weg. Und Putin ist noch da. Und jetzt ist da ein Olaf Scholz. Ein Olaf Scholz, der mit so einem Mann kann Putin nichts anfangen. Es ist ja gar kein Mann. Ja. Der Olaf Scholz, der ist, ich weiß auch nicht, als Staatsoberhaupt. Ja. Gedächtnislücke. Zum richtigen Zeitpunkt schaltet er diese Lücke ein. Ja, das ist also, wenn man den Scholz, seinen Werdegang so nachverfolgt, der hat ja überall nur Trümmer hinterlassen. Und so einer wird Kanzler. Naja, ja gut, er wurde ja gewählt. Ne? Das ist ja nett. Ja. Er hat sich ja nicht die Krone selber aufgesetzt, sondern die Deutschen wollten ihn. Ja. Ja. Wie viel Prozent haben sie damals gehabt? Ich glaube 27 oder so, 26, die SPD. Ja. Das heißt also, über 70% wollten ihn nicht. Ja. Naja. Aber so ist das halt. Da haben wir uns was eingefangen. Brot, Mahlzeit.